Ja, hier ist euer Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti mit einem neuen Video, wo ich eure Fragen oder eure E-Mails, die ihr an mir schickt, vorlese oder beantworte. Die Resonanz ist sehr hoch. Bis jetzt fanden das alles gut, was ich mache. Es sind aber zwei Dinge eingetroffen, die ich ein bisschen befürchtet habe. Erstens, dass es ganz wenige Leute gibt, die jetzt der Meinung sind, sie müssen sich jetzt extra irgendwas ganz Aufregendes schreiben, damit sie ja vorgelesen werden. Weil sich viele Leute sagen, okay, wenn ich da genannt werde, ist es dann vielleicht auch ein, kriege ich mehr Zuschauer auf meinen Kanal, was sogar viele berichtet haben, dass es so ist. Aber das sind wirklich sehr wenige. Und das zweite ist, dass auch Leute enttäuscht sind und sagen, oh, hast du ja gar nicht meins vorgelesen. Ich sage es euch nochmal, ich bekomme im Durchschnitt zwischen 10 und 80 Nachrichten am Tag und da kann ich wirklich nicht jede vorlesen. Und ich mache das hier nach einem Zufallsprinzip, wie jetzt auch. Und nur weil ich etwas nicht vorlese, heißt es nicht, dass das jetzt die Nachricht mir nicht gefallen hat oder weil ich was vorlese, dass ich es besonders toll finde, sondern wie gesagt, ich mache es nach einem Zufall. Zum Beispiel fragt mich hier Eniso007. Hallo Komet Matti, ich wollte nur mal fragen, was dein Lieblingsrollenspiel für den PC ist. Naja, nun, es ändert sich immer. Jetzt zurzeit ist es Dragon Age Origins, vorher war es World of Warcraft. Es ändert sich immer, aber im Moment ist es eigentlich Dragon Age. So, dann was haben wir denn hier noch? So. Denn das Suppe. Huhu. Ich wollte mal fragen, ob du Ragnarok Online kennst. Es ist ein japanisches Anime-Rollenspiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dir gefallen würde. Falls du es nicht kennst, hier ein Link. Danke. Ich habe nach 3 Jahren damit aufgehört, aber falls es dir gefällt, würde ich wieder von neu anfangen und wir könnten dann Welten von Ragnarok Online erobern. Oh. Kannst dir ja vorher mal ein paar Screens und Videos davon ansehen. Ach ja, deine Videos sind super. Was mir persönlich am meisten gefällt, sind die Geschichten, was alles in deinem Laden schon passiert ist. Was spielst du jetzt gerade momentan am aktivsten? Also ich zocke derzeit Combat Arms, einen Online-FTP-Shooter. Ja, also das Spiel kenne ich, das Ragnarok Online interessiert mich jetzt im Moment nicht so, deswegen wird nichts daraus, die Welten zu erobern. Der Punkt bei mir ist so, dass ich mich jetzt im Moment eigentlich eher von Online-Spielen wieder verabschiedet habe. Ich habe ja fast 5 Jahre mit Pausen World of Warcraft gespielt und das hat einfach zu viel Zeit gekostet. Seitdem ich mit World of Warcraft aufgehört habe, habe ich wieder Zeit, andere Spiele zu spielen. So, von Juggernaut XLP. Hallo Matti, ich wollte dich mal auf die deutsche Let's Play-Szene ansprechen. Dort werden Spiele mit Audiokommentar durchgespielt, um sie in der Welt zu zeigen oder halt zu präsentieren. Ein Kumpel von mir hat mir mal vor kurzem gezeigt, dass es wohl eine Seite gibt, wo die live spielen. Da kann man sich dann einchatten und auch dazu chatten. Und die sieht man zwar nicht, aber der spielt richtig live und man kann dann nebenan seine Kommentare abgeben. Wie findest du das oder was hältst du davon? Besonders wenn 12-Jährige die Dead Space oder Left 4 Dead 2 spielen. Du bist ja gegen Verbote und Zensur, aber dass so junge und teilweise jüngere Kinder Spiele ab 18 spielen, wundert mich auch. Dich auch? Es wundert mich nicht, weil es ist schon immer so gewesen, auch schon vor 10, vor 20 Jahren, dass man eben Dinge tut, die einem nicht erlaubt sind. Sei es nun, dass ein 12-Jähriger raucht oder mit 15 Jahren ein Bier trinkt. Oder ich habe mir zum Beispiel 1978 im Alter von 14 Jahren den ersten Zombie-Film da in dem Kaufhaus angeguckt. Das hätte ich auch nicht dürfen. Also natürlich haben Verbote auch immer ihren Reiz und deswegen wird es sowas immer geben, egal was man auch für Verbote macht. Es wird immer so sein, dass bestimmte Menschen genau das tun, was sie nicht sollen. Ich meine, das ist ein interessantes Thema. Ich spiele zwar auch Spiele ab 18, aber ich und meine Eltern wissen, dass ich mit dem Inhalt klarkomme, mich nicht erschrecke oder im Dunkeln Angst habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Die Jugend kommt immer besser klar mit Spielen ab 16 oder 18 Jahren. Keine Ahnung, da müsste man Statistiken abwarten. Ich denke mal, wenn die Eltern entscheiden, dass man auch Spiele spielen darf, die nicht für das Alter entsprechend sind, dann ist das eine Entscheidung der Eltern. Und es gibt, wie gesagt, habe ich auch schon oft gesagt, genügend Jugendliche, die kommen wunderbar
wunderbar mit solchen Inhalten klar und viele Erwachsene nicht. Das muss man halt auch individuell entscheiden. Ich wollte nur mal eine anregende Nachricht schreiben, dass sich junge Leute mit so teilweise heftigen, unzensierten Spielen sich im Internet präsentieren. Diese Nachricht darfst du, wenn du möchtest, in einem deiner Videos verwenden. Grüße. So, habe ich hiermit getan. So, was haben wir denn jetzt hier? Und zwar der CSS Freak 2. Hallo Matti, ich finde deine Videos super genial, weil du ein Erwachsener bist, der selber Gamer ist. Ich finde alle deine Videos super, besonders die Onkel Verbieter Reihe. Deine Videos verbinden Humor mit Ernsthaftigkeiten, also damit meine ich, dass du auch ernste Themen ansprichst wie Zensur. Deine Videos sind meine Lieblingsvideos und ich kann es kaum erwarten, Neues von dir zu sehen. Und wie findest du das Game Far Cry 2? Würdest du es mir empfehlen? Ja, da kommen wir wieder so mit dem Alter in Schwierigkeiten. Also Far Cry 2 ist ein gutes Spiel, was mich halt eben nur stört. Man reist da durch den Dschungel, ballert da irgendwas weg und kurz danach ist es wieder da. Das finde ich halt etwas unrealistisch, wenn ich irgendwie, wenn ich da angehalten werde und baller die Waffen weg, Gegner da weg und eine halbe Stunde später komme ich meinen Jeep wieder zurück und dann stehen die wieder da. Das sowas finde ich halt bescheuert. Durch dich sammle ich auch Game, zwar nicht so viele wie du, Kohlemangel, aber bevor ich dich kannte, hätte ich nie geglaubt, dass es erwachsene Gamer gibt, also Gamer wie du, positiv gemeint natürlich. Naja, aber guck mal, wenn es keine erwachsene Gamer geben würde, wer hat denn vor 10, 20 Jahren all die Spiele gespielt? Ja, dann hätten wir ja zum Beispiel viele Spiele gar nicht heute, denn die Vorgänger sind ja vor 10, 15, 20 Jahren erschienen, dann hätten sich damals auch keine Geräte verkauft. Also es ist ja logisch, dass wenn es etwas früher schon gab, dann auch logischerweise Leute gab, die das früher gespielt haben und die dann heute älter sind. Das ist ja eigentlich logisch. Was ich am besten finde, ist, dass du so ein bisschen tollpatschig bist. Damit meine ich, dass dir ab und zu was umfällt. Auch positiv nehmen. Und dass du voll verrückt und lustig bist, weil, wenn du nicht so verrückt wärst, würdest du einfach nicht du sein. Okay? Immer so weiter. Es würde mich auch freuen, wenn du diesen Kommentar in deiner Videoreihe mit der Fanpost machst. Ja, es ist doch nett, wenn ich auch bei so jungen Leuten so nette Nachrichten kriege. Hat er auch recht gut geschrieben, finde ich. Kann man jetzt nichts sagen. So, dann die Uhr wird jetzt gleich klingeln. Das ist immer dieser wunderschöne. So, Knight Rider 89. Hier komme ich, Marke. Ich verfolge deine Videos schon seit einigen Monaten. Letztens hat unser Hausmeister, den ich persönlich kenne, gefragt, ob er nicht die Sendung, die aus meinem Briefkasten herausragte, für mich aufbewahren soll. Nicht, dass es sie noch verschwindet. Das fand ich nett von ihm und gab ihm direkt gesagt, und habe ihm direkt gesagt, dass es ein neues Spiel ist. Er hat darauf ein kurzes Lachen von sich gegeben. Du spielst noch in deinem Alter, in Klammern, ich bin 21. Sofort hat mich das an dein Video Zocken ab 40 erinnert. Ich habe ihn darauf bewusst gemacht, dass ich schon seit klein auf zocke und es immer ein Teil meines Lebens sein wird. Wenn du Zeit findest, kannst du vielleicht meinen Kanal anschauen. Außer meiner Videoantwort könnte ich dich noch Games, Albuff, Wiff, My Konsolen, 1998 bis 1999 und das Fanart würde am ehesten interessieren. Keine Sorge, ist alles auf Deutsch, nur englischer Titel. Ansonsten habe ich sowieso nicht so viel hochgeladen. Liebe Grüße, Franz. Ist ein sehr netter YouTuber, hat auch einen Gruß für mich gedreht, hat also ein Video gedreht, wo er mich besonders auch grüßt. Sehr sympathischer Mann, ich freue mich, dass er zu meinen Zuschauern gehört. So, Kevin67776, also 3x7. Hallo Mathe, ich habe mal eine Frage. Und zwar wollte ich fragen, ob du nicht auch Videos von deinen anderen Sachen machen kannst. Also von den Postern, den Figuren etc. Mal ohne deine Spielesammlung. Einfach mal den Rest, der ja da immer im Hintergrund ist, vorstellen und von wem du das bekommen hast. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du das ja mal im Volumen 3 beim Leserbrief deiner Nachrichten veröffentlichen und schauen, was die anderen sagen. Ja, ich habe diese Figuren und alles, was ich ja hier stehen habe, euch schon vorgestellt in meinen Videos. Immer dazwischen. Und jetzt nochmal extra Figuren-Videos zu machen und dann mich zu erinnern, wo habe ich das her, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber trotzdem danke für die Anregung. Ja, das war's wieder mal. Euer Matti aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.